Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Making-of Pimp mein Messerschiff. Ja? So, ich habe hier das helle Temagami oder helle Temagami, das ich ja heiß und nicht liebe, womit ich mir auch schon mal so die Daumenspitze abgesäbelt habe. Da gibt es ein Video von. Also nicht wie ich das abgesäbelt habe, sondern wie es dann aussah. Und trotzdem kann ich die Finger nicht davon lassen. Ach nee, das war das helle Englisch, das Thema Gami, weil das habe ich wesentlich später bekommen. So, folgendermaßen. Ich will die Struktur, also die Maserung vom Birkenholzgriff etwas besser rausholen. Und dazu nehme ich meinen kleinen Bunsenbrenner. Und ich gehe damit hier drüber. Zwar ganz vorsichtig, sonst verbrennt mir der Griff ein bisschen, der wird dann zu dunkel. Oh ja, wie hier. Noch ein bisschen aufpassen. Kann man auch so machen, dass man das von der Flamme ein bisschen weiter weghält und durch die Hitze, die nach oben geht, abdunkeln lässt. Dann merke ich, dass die Klinge etwas warm wird. Selbstverständlich. Sehen. Dass da der Rauch hochkommt. So, das ist schon mal das erste Ergebnis. Als nächstes werde ich das jetzt mal ein bisschen abkühlen lassen, wird aber die Zeit nutzen und da den Griff jetzt behandeln mit Fixing Wax, die ich selber hergestellt habe. Muss ich den nur auf dem Schreibtisch suchen. Da sind schon so viele Sachen. So, also. Das ist der Griff. Und da das schön heiß geworden ist, werde ich das schön verteilen. Dieser Fixing Wax, den ich da in der Hand habe, den habe ich selber gemacht. Der besteht aus 100% reinem Bienenwachs. Zu diesem Bienenwachs kommen, also ich habe davon 80% von dem Bienenwachs genommen. Zu diesen 80% vom Bienenwachs kommen dann anschließend 70% Bienenwachs, 20% Lard, also Schweineschmalz und 10% Vitamin E. Und Vitamin E lässt sich ganz günstig in der Apotheke kaufen für, ich glaube, 20 Euro für 100 Milliliter. Also, das wird. So. Und warum ich das mache, während die Hitze im Griff, die ist also sehr lange aktiv, solange die da aktiv drin ist, das Fixing Wax benutze, ist, sind die Poren noch offen. Man merkt auch, wie warm der Griff ist. Das jetzt einmassiert und nehme jetzt ein zweites Coating vor. Und das zieht wirklich ganz tief in den Griff ein. Und schützt vor schützt den Griff davor, dass Feuchtigkeit da eindringt und das Holz aufquillt. Weil Birke ja dafür bekannt ist, dass es Wasser speichert und dann hinterher ein kaputtes Messer. So, ich zeig das jetzt mal. Ja,
Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So, jetzt werde ich das mal ein bisschen ziehen lassen. Und dann kommt auf die Klinge Senf und füllt das. Das erkläre ich euch gleich. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder. Hallo und herzlich willkommen. Ja, zu einem kleinen nicht Workshop, aber ich will euch zeigen, wie ich meinen Relete Magami ein bisschen modifiziert habe. Zum Beispiel sieht, habe ich den Griff ein bisschen dunkler gemacht, weil ich denke mal, das war der Grund, warum ich das oder meine Frau das so günstig über eBay bekommen hat, war ja ein Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, das hat von den angeschlagenen oder veranschlagten 170 Euro 100 Euro gekostet. Und das Holz hier von dem Griff war wirklich sehr hell. Ich habe das jetzt ein bisschen abgedunkelt, ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Jetzt auch nicht sonderlich günstig gewählt. Und mal gucken. Auch nicht besser. Auf jeden Fall. So. Ein bisschen dunkeln. Nicht so. Doch, jetzt sind so manche Stellen vielleicht ein bisschen zu dunkel geworden, aber das greift sich mit der Zeit wieder ab. Als der Griff dann noch schön warm war, habe das mit so einem kleinen Bunsenbrenner gemacht, womit man das Zucker karamellisiert auf so einem Pudding. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ich glaube Creme Brûlée oder so. Dann wurde der Griff ziemlich warm. Und dann habe ich ihn anschließend mit Fixing Wax eingerieben und das ist sofort eingezogen. Man muss da also höllisch aufpassen bei so einem Holz. Das zieht sich, wenn die Feuchtigkeit entzogen wird, zieht sich das ja zusammen. Und bei diesem Messer sind keine Spaltmaße vorhanden. Man musste da aufpassen, weil es ist unten geschlossen und oben offen. Das ist so ein halber Full Tank, wie man sehen kann. Ich persönlich mag das sehr. Ist mein Lieblings-Bushcraft-Messer. Und danach kommen direkt die zwei von Dave Canterbury. Aber dass das mein Lieblings-Bushcraft-Messer ist, wie man sehen kann. Das ist übrigens die Carbon-Version. Wie man sehen kann, ist die Stelle, wo ich das Schleifen mit diesem Messer oder das Schärfen mit diesem Messer geübt habe, dass das ziemlich blank ist, also fast schon poliert. Aber da arbeite ich noch dran. Punkt 1 war, dass ich von diesem Messer die Scheide ausgetauscht habe und ich habe die von dem Böker Bushcraft Plus genommen. Ich halte das Böker Bushcraft Plus für einen absoluten Fehlschlag. Da muss man schon sehr viel Arbeit reinstecken, um das Böker Bushcraft Plus gut funktionierend hinzubekommen. Aber es hat eine saugeile Scheide und die ist ziemlich Bushcraft-Style mäßig. Die muss ich noch mal ein bisschen mit Fixing Wax oder erstmal mit Lat einreiben. Ich habe das schon öfters getan, einfach um die zu beschützen, weil die ist bei mir echten Witterungseinflüssen ausgesetzt. Und das Messer passt perfekt hinein. Ja. Das ist also, wenn man das am Gürtel hat und Kopf versetzt. Hier ist der Gürtel und sprich hier ist auch gleichzeitig die Hüfte. Das ist also noch zwei Finger breit Platz, um sich zu gefährden, falls man hinfällt. Und das ist hier bei
nicht oder so gut wie nicht gegeben. So, also Scheide ausgetauscht. Den Griff behandelt. Meine Freundin oder Frau hat mich für verrückt erklärt. Das schöne Messer, hat sie gesagt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch die dunklen Stellen. Ich hab so... Es gibt diesem Messer eine gewisse Patina. Diesen Griff und so. Ich meine, also vielleicht vertue ich mich da ja und red mir das selber schön. Aber für mich selber und hier die dunklen Stellen, die werden sich ja mit der Zeit ein bisschen abgreifen. Ich gehe mal mit dem Daumennagel drüber. Dann ist da hier zu sehen, oder nicht? Dass es wirklich dunkle sich ein bisschen abgreift. Ich werde also diesem Messer jetzt hier auf der Schneide, auf der ganzen Klinge, auch hier, Senf zugutekommen lassen und es dann anschließend ein paar Stunden sich selbst überlassen. Danach nochmal gucken, ob das was geworden ist. Und falls mir das nicht so gut gefällt, würde ich es wiederholen oder wegmachen. Und das geht ganz einfach. Und zwar mit Polierpaste oder auch mit Zahnpasta. Genau. So, und um dem Ganzen eine... Oh. Und um dem Ganzen eine schöne Patina zu verpassen, nehme ich Senf. Klinge damit ein, aber nicht allzu dick. Tupfe ein bisschen, damit es ein schönes Muster wird. Das sehen kann man vielleicht. Ich will hoffen, dass es wirklich eine schöne Patina wird. Die soll ja nicht allzu gleichmäßig sein, sondern die soll ja schon dem Messer ein bisschen Charakter und Stil verleihen. So. Nochmal, ich habe das hier auf so ein Wattepad getan. Und dann den Senf da drauf. Jetzt tupfe ich einfach die Klingen damit ab. So. Damit nicht durch irgendwelche Kontakte das Messer beim Bearbeiten oder beim Einbringen der Patina gestört wird, lege ich das auf den Kopf. Das geht ganz gut, weil ja oben, wie man gesehen hat, die Klinge auf dem Klingenrücken auch weitergeführt wird und so dadurch eine Gerade hergestellt ist. Jetzt lasse ich das Ganze einfach so liegen. Geplant war eigentlich ursprünglich, dass ich so an Feinstellen Stäbchen, die ich mir übrigens nur für diese Arbeit bei dem Herstellen der Patina gekauft habe, weil diese Wattestäbchen, die ja gerne benutzt werden, um die Ohren sauber zu machen, absolut schlecht sind für die Ohren, denn man drückt den Ohrenschmalz, man holt den nicht raus, sondern man drückt ihn schön tief in den Gehörgang rein. Deshalb kann ich jedem nur raten, der die benutzt, wenn ihr die schon benutzen müsst, dann höchstens zum Reinigen der Ohrmuschel. Aber
nicht diesem Kanal, der zum zur na ist das nochmal? Oh, Trommeln, nee. Trommelfeld. Oh wei, oh wei. Ich glaube, ich krieg irgendwie nochmal den Preis. Und da muss ich das mal angucken. Ich krieg nochmal den Preis für Vergesslichkeit. Seht ihr das? Ist das, an wen muss ich das mal mit dem Licht anders machen? Seht ihr, wie das ich den Senf darauf verteilt habe? Das sollte eigentlich so eine fleckige Patina werden. Und wenn die so wird, wie ich mir das wünsche oder jetzt vorstelle, so wenn ich das so sehe, da kann ich doch kaum abwarten, dass das soweit ist. Ein bisschen nehmen, damit hier unten noch ein bisschen Patina, bessere Patina entsteht. Oberteil von dem Griff eine durchgängige Patina verpassen. Denn diese Patina soll ja vor Rost schützen. Wie wir wissen, schützen die Hände. Dann müsste ja eigentlich oben das Metall angegriffen werden. Ich persönlich habe noch keine Erfahrungsvideos gesehen bei YouTube mit Rosten bei Carbonstellen durch Handschweiß. Vor allen Dingen nicht im Besonderen mit diesem Messer hier. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Leute den Rost lieber befreien, als darüber zu reden. Die Leute denken, dass wenn man Rost am Messer zugelassen hat, dass man einfach unachtsam damit war und dann deswegen belächelt wird. Was auch stimmt, unter anderem. Ja, man war halt dann unachtsam, aber Unachtsamkeiten kommen überall mal vor. Man kann auch unachtsam sein. Sich das nur zu einer Lehre werden lassen, dass man das nicht mehr macht. Oder es nicht mehr zulässt, unachtsam zu sein. Es ist ziemlich schwierig, den Senf wirklich gleichmäßig darauf zu verteilen. Dann werde ich das Messer jetzt so trocknen lassen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde wohl jetzt keine 12 Stunden das Video weiterlaufen lassen. Aber wirklich gespannt, wie das hinterher aussieht. Ich kann es kaum erwarten. Übrigens, was ich noch nicht erwähnt hatte, war, beim Thema Gami habe ich hier unten den Fingerguard. Das kann man sehen. Hier unten ist sonst ein etwas gewölbter Fingerguard. Der hat mich immer sehr beim Schnitzen beeinträchtigt und mich auch ein bisschen geschmerzt. Den habe ich abgedremelt. Und ich hatte das auch glaube ich, bei einem Asiaten im Video gesehen, dass der das gemacht hat. Und das war nicht schlecht, so wie er das empfunden hat. Und ich werde das mal so, dass das für mich auch selber gut funktioniert. Gehe ich einfach mal von aus. Und das hat wirklich schon hier oben sehr geschmerzt. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Das hier. Nicht die wieder zugewachsene Schnittwunde, die war übrigens mal bis auf den Knochen durch. Und ich habe es nicht nähen lassen.
dann hab mir das selber so getaped, zusammengetaped, so. Und dann einen richtig festen Verband drum gemacht, hab den alle paar Stunden kontrolliert, um zu gucken, ob das nicht abstirbt oder so. Das ist ja natürlich das typisch Irrsinn à la Arthur. Statt zum Arzt zu gehen, das zu machen. So weit kann man auch in Heimarbeit. Ich bin halt ein Kind der 70er, da hat man alles selber gemacht. Inklusive sich selber zu vernähen. Jetzt mache ich mal was anderes, weil darüber habe ich noch keine Erfahrungswerte oder ich weiß nicht, wie Holz auf Senf reagiert. Ich schreibe das hier oben einfach mal ein bisschen Senf an. Und dann lasse ich mich überraschen, was damit passiert, ob damit was passiert. So, dann lasse ich das mal ein paar Stündchen reifen. Dann schalte ich die Kamera wieder an. Hab auch jetzt 15 Minuten lang gequasselt. So, dann bis gleich. So, 24 Stunden später sieht das Messer jetzt so aus. Das ist also immer noch der getrocknete Senf drauf. Den werden wir jetzt abspülen. Dazu nehme ich so lauwarmes Wasser und eine typische Bürste, womit man sein Geschirr abspült. Das hier nehme ich eigentlich nur für meine Outdoor-Messer oder Messer, die für den Küchenbereich gedacht sind. Ich sehe, meine Patina, bin zwar noch nicht so ganz zufrieden damit. Hätte eigentlich gedacht, dass die ein bisschen dunkler wird hier an den Stellen, aber das ist nicht schlecht. Auf dem Messer. Ha, das sieht gar nicht schlecht aus. Wirklich nicht schlecht. Also mir gefällt das Messer jetzt schon eine ganze Ecke besser als vorher. So, da die Klinge ja sehr in Anspruch genommen wurde, das heißt in Anspruch genommen wurde, da die ja sehr gequält wurde durch den Senf, da ist dann auch eine Säure, da ist ja Essig drin. Würde ich dir jetzt erstmal einen schönen Anschliff verpassen, der Schneide. Und dazu nehme ich das Wasser, womit ich gerade eben, und da ist zwar Spüli drin, das macht ja nichts. Dann habe ich auch jetzt mal gerade die Zeit, die Oberfläche von dem chinesischen Wasserstein ein bisschen von den Ablagerungen der anderen Schleifereien zu befreien. Ja, sehen wir hier, ist ja schön schwarz. Dabei ist das hier eher so dunkles Beige. Arbeit wird es auch ein besseres Ergebnis geben, aber
wollen das Video ja für euch fertig machen. So. Ein bisschen besser rein. Dann kommt jetzt hier der Stand. Oder. Ja. So. Jetzt fangen wir an zu schleifen. Runterkommt. Man kann an diesen korrodierten Stellen von dem Messer direkt riechen, wie das Metall angegriffen wurde durch die Säure. Falls jemand, der noch nie mit einer solchen Patina zu tun hatte, sich fragt, warum man das macht, wenn man es eh wieder entfernen kann. Diese Patina ist dafür gedacht, um das Messer, also diesen Stahl, davor zu schützen, zu rosten. Da reden wir von einer Oxidation. Wenn wir dieses Coating durch, sagen wir mal, Essig oder ich in dem Fall durch ganz handelsüblichen Senf aufgefügt habe oder von Korrosion, wenn das Messer rostet. Ne, Oxidation ist Rosten und Korrosion. Korrosion ist Rosten und Oxidation ist, wenn das Messer diese Färbung annimmt, ja. Oder was andersrum? Wobei, ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine, Oxidieren ist Anlaufen und Korrodieren ist Rosten. Ich benutze diese recht ungewöhnliche Methode des Messerschärfens und Schleifens, die ich über, glaube jetzt 2 Jahrzehnte so für mich entdeckt habe, weil die wirklich für mich beste, meiner Meinung nach beste ist. Muss, was für mich das Beste ist, muss nicht gleich für euch das Beste sein. Ihr müsst es selber für euch rausfinden. Das hat jetzt schon einen ganz anderen Charakter angenommen. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wie das mit der Kamera läuft. Mir gefällt das Messer jetzt schon besser. Ich weiß nicht, wie die Leute das immer so sehen mit dem Helite Magami. Das ist ja kein Survival-Messer, das ist ein Bushcraft-Messer. Ich weiß nicht, wieso viele Leute oder wieso gerade im Händler, meistens Online-Händler von eBay oder Amazon, das als Survival-Messer darstellen, nur weil das von Les Trout designt wurde. Das ist ja völliger Quatsch. Seine Survival-Messer, die hat er bei uns mit Camillus, ich glaube Camillus heißt die Firma, rausgebracht. Und gleichzeitig auch direkt eine Jäger- oder Jagdserie. Und für mich ist es das Messer hier, das Thema Gami, das einzige oder einzige wahre Les Trout Messer. Das ist ein ehrliches Messer von einer ehrlichen Firma, also Heller aus Norwegen. Es gibt übrigens einen Film, wo Les Trout Heller besucht in Norwegen und da auch gezeigt wird und er auch sieht, dass die Messer alle Unikate sind. Die werden nicht maschinell hergestellt. Die werden zwar mit Maschinen hergestellt, aber nicht von Maschinen. Jedes Messer wird von Hand gefertigt, geschliffen. Selbst die Scheiden, Lederscheiden, sind handgefertigt.
Und Lestrade hat sich da sein eigenes Temagami gemacht. Müsste mal gucken. Lestrade Factory Tour Hella, also Helle. Ein sehr interessanter Film. Ziemlich unspektakulär. Aber informativ ohne groß erzählen. Solange ich jetzt hier schon an diesem Messer arbeite, sehe jetzt sich mit der dem Anbringen der des Coatings oder des Coating nicht in Form von Coating, sondern von Patina anbringen durch den Senf. Was hier mache, ist, das hat das schon irgendwie, dass man sich das Messer zu eigen macht, personalisiert, auch wenn es von der Firma Hella ist. Und ein Lestrade-Messer. Schlussendlich wird das Messer hier nach einem Helle Temagami Arthur Brehm Messer. Ich mag das jetzt noch wesentlich mehr als vorher. Und wie ich das vorher schon erzählt hatte, dieses Messer hat eh eine besondere Bedeutung für mich, weil es mir meine Frau geschenkt hat zu Weihnachten. Vorsicht, nicht abrutschen. Seite. Jetzt bin ich den Tisch sauber. So, mal gucken, ob das mit dem nicht besser funktioniert. Nochmal ganz wunderbar einen Keramikstahl ziehen, nur durch das Eigengewicht und nicht über den Scandi, sondern etwas auf den Scandi und dann etwas hoch, das heißt die zweite Phase drauflegen. Andere machen das auf dem DC4 oder sonst wo. Ich glaube, der Dennis, sprich der, wie heißt denn der jetzt? Kommt auf jeden Fall aus, ich glaub, Bulgarien oder Rumänien. Ein totaler Mora-Fan. Macht immer sehr liebevolle Videos über seine Mora-Messer. Hat mal ein 746er Mora zum Rollen gebracht und war danach total geknickt, hat aber trotzdem ein Review gemacht und sich als letzten Dussel dargestellt. Doch dabei gelacht, als er sagte: Tja, man trifft ja auch nicht auf einen Mora so ein ohne Sinnverstand, lachte dann. Dennis Klepp heißt der, heißt
also heißt er mit richtigem Namen, ist auf Facebook zu finden und jetzt kommt mir der. Jetzt kommt mir der YouTube-Name nicht, da muss ich doch mal gucken. Tut mir leid, Freunde. Spartan Jones, Dennis, tut mir leid. Mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Wie peinlich. Ich bin ein echter Fan von Dennis Videos. Nicht zu vergleichen mit Hillbilly oder Fuba Faust Films. Der heißt auch Dennis. Der hat eine recht coole Art zu quatschen über seine Messer. Macht meistens auch solche Tabletop Reviews. Links von der Seite auf seinem, glaube ich, Arbeitstisch, Schreibtisch oder so. Oder kocht mit seinen Messern. Quatscht auch währenddessen mit seinen Kindern. Das ist das Schöne an diesen YouTube-Filmgeschichten, dass man sich untereinander vielleicht auch kennt, sich erwähnt, Ideen und Tipps und Tricks von anderen für sich verwendet und benutzt. Deshalb mag ich diese Messer und Survival Bushcraft Szene auf YouTube sehr. Als Urgroßvater natürlich genannt Dave Canterbury, bekannt durch nicht Film, Fernsehen, sondern Film und YouTube. So, ich nehme wieder dieses Fixing Wax. Gebe dann ein schönes Coating drauf. Mach nochmal ein bisschen was auf den Griff. Schaden kann es nicht. Wenn man meinen könnte, oh, Wachs auf dem hier drauf. Oh, wie kann man da Wachs drauf machen? Freunde, das zieht ein. So, das zieht wirklich ein und verleiht, wenn es eingezogen ist, dem Messer, dem Griff ein wirklich schönes Finish, ein matt glänzendes Finish für die Schneide oder Klinge. Gibt es Schutz und Schönheit. Damit. Dann nehmen wir ein bisschen was runter und massiert das noch ein bisschen ein. Übrigens, wenn man so einen Messergriff eingewachst hat, dann sollte man den längere Zeit mal in der Hand halten und danach ein bisschen Papiertuch. Also ist nur meine Erfahrung. Das habe ich nicht von irgendwoher. Ein Papiertuch abreiben. Und das Messer ist wirklich gut geschützt. Das Holz leuchtet praktisch im Licht. Da vielleicht noch ein bisschen drüber. Das war's schon. Mein gepimptes oder modifiziertes. Oh! Wir wollen die Scheide nicht vergessen, die ich ja vom Böker Bushcraft Plus genommen habe. Weil die Scheide mehr wert ist als das ganze scheiß Böker Bushcraft Bushcraft Plus Messer. Macht da auch mein selbst hergestelltes Fixing Wax drauf, ganz besonders hier auf die Rückseite von dem nicht Gürtelclip, doch Gürtelclip, kann man so sagen. Reibt das schön ein, weil man ja sein Messer mit raus in den Wald nimmt. Seitdem ist man so ein
Brilliant Duck Tree von den Messerfreunden von YouTube, der seine Messer nach Kauf direkt mal schärft und in die Vitrine stellt. Putzen uns lieber Kerl. So. Überschüssiges Entfernen. Auf diese Seite. Unterseite, mittlere, untere Seite. Ich habe nur ein kleines Coating drauf. Das sehe ich mit Körperwärme ein. Ich nehme dann das Überschüssige weg. Es gibt dann auch einen schönen Glanz. Wie man sieht. Tja, das war's. Praktisch sozusagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für die Zeit, die ihr aufgewendet habt, um dieses Video zu sehen. Es macht mir immer sehr viel Spaß, solche Videos zu drehen. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Und Bewertungen und Kommentare werden gerne gesehen. Und neue Subscriber natürlich auch. Tschüss, macht's gut.